Jetzt gibt's was zum Lachen. Ich hab dir 100.000 Mal hab ich dir angerufen. Ja, was denn? 100.000 Mal hab ich dir angerufen. Vier Wochen lang habe ich dich angerufen. Ich hab's Handy einmal in Weigreiburg, dann habe ich es wieder vergessen, da aber und da. Das kann doch nicht wahr sein. Wo hast du deinen Kopf? Hast du deinen Kopf schon versoffen oder was? Ja, du, geh mal rein. Bleib mal eine Sekunde hier draußen. Ich habe dir 100.000 Mal habe ich dir angerufen. Und du hast auf deinem Handy steht ja auch drauf, wer dir angerufen hat. Ja, aber und beim Schleisinger gehe ich auch nicht mehr. Ich kann es nicht ablesen. Also, wie sieht's aus? Du bist jetzt ausgezogen. Weißt du, was ich jetzt alles sag? Du bist eingesperrt oder was? Ja, ja. Na, die Trottel. Warte, jetzt sag dir die Foto von der Beerdigung. Ich kann es mir ja draußen zeigen. Komm. Ja, geh rein. Jetzt nimm mir Schneiballs. Magst du was essen? Natürlich. Bei dem gehe ich nicht mehr rein. In den Arsch, oder? Weißt du, ich wäre krank, wenn ich da reingehe. Ich wäre einfach krank. Ich wäre krank. Ich war krank. Du bist im Mühldorf, da kommst du mal vorbei bei mir. Schau mal, ich habe echt eine super Wohnung jetzt im Mühldorf. Der Herr, das ist jetzt meine neue Wohnung. Am 5. Stock. Habe ich selber eingerichtet, schau. Die Couch habe ich mitgenommen. Das ist mein Bett, so, ja. Und das ist von der Innen von der Beerdigung. Habe ich einen schönen Blumenstrauß gekauft. Ja, so haben sie es beerdigt. Da siehst du, was der Mensch wert ist. Da war ich auch angezogen, so, ja. Ja, so ist gestorben, so, ja. Da hat es einen Tag vorher noch gehabt. Hast du sie fotografieren dürfen? Ja, da kannst du Kaffee auch trinken. Da, so ist gestorben, so, ja. Die war weg, war sie dort? Ja. Oh, sie sagt zu mir, so, nein, ich komme, ich bin am 10-jährigen Kind, da ist sie gestorben geworden. Ja. Aber es war echt eine Erlösung. Ja, das stimmt schon. Salvatore war oft zu weit, ich wollte es umbringen, weil sie so eine Schmerzen gehabt hat. Jetzt reden sie alle, du bist eingesperrt und sowas. Das habe ich jetzt heute in meiner neuen Wohnung. Da muss ich mal anschauen, das ist echt super. Da ist Fritscher, ja. Der Hans, den ist eine Kammer eine mit 30 cm. Ja, ja. Da siehst du, was ein Mensch wert ist. Na gut, das kostet alles Geld. Kostet 3.000 Euro. Und wird gezahlt? Das ist halt der Schad. Aber weißt du was, im Heim hat es 60 Euro gehabt. Die waren heraus und da gehe ich aber noch runter. Die hat nicht mehr aufstehen können, die war gelähmt. Weißt du warum? Ja, da haben sie Hirnwasser abgezogen. Das haben sie machen müssen. Ja, aber dann war es gelähmt. Hast du eigentlich noch Probleme bekommen mit deiner Familie da in der... Na, weißt du, was ich jetzt tue? Ja. Ich wohne jetzt wieder drin. Ich habe doch den Mietvertrag und er kommt, ich gehe den Mietvertrag nicht an. Ja, bis März. Bis März. Und ich renoviere die Wohnung. Dann habe ich bei Gericht wieder eine Chance. Er will es aber nicht renoviert haben. Ich mache es aber. Ich kann einen Scheiß machen, ich bin ein Maler. Was? Das ist ein Wasserfarb, wo es da drum ist. Und da bin ich von meinem Schwager auf Farbheim. Dann weiß ich dem die Wohnung und dann kann ich ein Gericht das vorlegen, dann kann ich von mir nichts fordern und ich kriege auch keine Strafe nicht. Verstehst du? Mir langt der Diebstahl schon davon. Ja, das habe ich jetzt alles schön eingerichtet bei mir in der Wohnung wieder. Ich muss echt anschauen, das ist super. Schau. Aber da ist kein Dreck nicht mehr drin, nichts mehr, was? Ein normales Zimmer, Bad, Küche, alles dabei. Schau die Tier, die hat er mir, wegen dem hat er mich angezeigt. Wenn er heute hergeht und holt einen Schreiner, der macht da eine Leisten hin, weil der Tisch sagt, ist er gut. Jetzt möchte er für die Tier 800 Euro. Ah ja, das ist ja klar. Aber das die kriegt er von mir nicht, weil ich Geld habe. Ja, ich habe schon alles ausgeräumt. Weißt du, mit wem ich gestern unterwegs war? Ui, Servus! Da, mit Harry und mit der Anna. Da. Anna. Du, ich habe Lederhose von dir, gell? Ja, ja. Hey, die Anna müsste es wieder operieren in die Bandscheiben. Weißt du, was das ist? Ein Fehler, wenn es machen, dann ist gelähmt. Ach, wahr. Ja.
Dann hat sie armselig sterben müssen, gell? Wer? Ja. Ich glaube nicht. Die Schwester von ihr ist letztes Jahr schlimmer gestorben. Aber sie hat nichts mehr gespielt, was? Weil die haben sie total unter Morphium gesetzt. Also ich finde, die Schwester ist schlimmer gestorben. Die ist ja, die war total aufgeblasen, war sie. Ja. Ich hab dir 100.000 Mal angerufen. Ich hab mir gedacht, ja gut. Mal warte und warte, ich sag, Kim, jede braucht zum Ausräumen was. Wann? Du kommst nicht. Warte. Ja, weil du mich nicht anrufst. Du, Nico, du musst eins merken, ich bin beschäftigt jeden Tag. Und dass, wenn ich mit dir mal unterwegs bin, dann ist es aber auch nur, weil ich es mache, wegen dir. Aber jetzt, wo du eigene Wohnung hast, jetzt, wo du das alles abgeklärt hast. Ja, weißt du, was ich jetzt machen muss? Den ganzen Schmuck ins Internet rein, da wo ich habe. Das heißt, nur den Schmuck, was? Ja, und wenn es bloß 200 Euro gibt. Aber es gibt Leute, die kaufen nicht. Komm, mach das alles auf seinen Platz. Sag mal, gibt's hier Kaffee? Dann machst du einen Kaffee. Nein, Cola hätte ich gern. Allora, qui siamo in una macelleria, Metzgerei Pichelmeier. Das interessiert mich nicht beim Wickeln. Mich interessiert das nicht beim Wickeln. Aber ich möchte nichts mehr hören wegen dem Wickeln, okay? Wenn es oft so geschert, was, dann sagst du echt, dann magst du nicht mehr eingehen. Mir hat es ja letztes Mal rausgeschmissen, was? Das geht nicht rein, damit hat sich das, ich möchte nichts mehr wissen und nichts mehr hören. Ich gehe nicht mehr rein. Wenn du reingehst, ist es mir egal. Mama, das habe ich von der Uschi nach. Dr. Uli. Von der Schwester, was? Das sieht man mal auf. Was sagen sie gleich? Aber was willst du mit der Nummer da fallen? Das sind so blöd. Das ist ein Tafel, das wo man sie drucken lässt. Oder? So, fragst du ein Kochgeschirr, nagelneuse, ja? Habe ich jetzt gefunden, ich tue eine Grillen, was? Da ist unten ein Fett rein, kann es Wäsche grillen. Noch nie benutzt worden. Aber ich koche nichts in meiner Wohnung, weißt du was? Ich habe einen Balkon draußen, habe ich so eine Spüle, dann koche ich draußen. Weil wenn ich in der Wohnung koche, dann stinkt das. Kannst du es brauchen? Kannst du Anna schenken. Nein, die müssen sie. Lass schon mal beim Haare in der Wohnung drin. Das schaut so aus, was du hast. Hast du bei mir noch sehen? Was tust du nichts? Wir fahren am Mülldach oder was? Wann? Fahren wir zu mir. Heute? Ja? Dann schauen wir mal. Schau doch meine Wohnung nochmal an. Jetzt habe ich eine Wohnung, da wenn du in Mühldorf bist, da kannst du bei mir übernachten. Verstehst? Das ist aber eigentlich da ist. Du, jetzt habe ich 100 Euro überwiesen an den Hausherrn. Was deren die Drecksäulen von der Bank überweisen, das Geld an das Sozialamt. Ja, na, das machen sie immer. Jetzt habe ich eine Woche gewartet, bis ich das Geld wieder gekriegt habe von denen. Mhm. Moin oder übermorgen gibt es eine Trendy wieder. Achso, ja. Nein, jetzt muss ich jetzt helfen vom Harry. Der ist fix und fertig, gell? Jetzt ist er da. Luco ist auch wieder heraus. Ja, ja, ich hab's gehört. Aber nicht mehr lang. Geht 3-4 Wochen hin, der fühlt sich doch nicht wohl. Das war die Kaffee.